Wie du siehst, sagte der Maler, ich habe da eine alte Sache vorgeholt. Eine beinahe vergessene Geschichte, die euch davon nicht weiter interessieren wird. Mein Vater schwieg, wandte aber sein Gesicht dem Maler zu, der fortfuhr, auf diesen alten Sachen, da haltet ihr doch nicht euren Daumen drauf, oder? Die gehen euch doch nichts an, diese Bilder. Du hast gearbeitet, Max, sagte der Polizeiposten ruhig. Wir brauchen uns nichts vorzumachen. Ich habe dir lange genug zugesehen. Du hast deinen Beruf ausgeübt, Max. Gegen das Verbot. Warum? Das sind doch alte Sachen, sagte der Maler und der Polizeiposten. Nein, Max, nein. Das sind keine alten Sachen. Klaas, wie er dasteht und Angst hat, so kann er nur heute dastehen und Angst haben. Jeder kann das doch sehen. Der Junge ist nicht von gestern. Der Mann im roten Mantel, sagte der Maler. Weißt du, wann ich den gemacht habe? Im September 39. Macht nix, sagte mein Vater. Ich muss Anzeige erstatten diesmal. Und du weißt, was du tust? Fragte der Maler. Meine Pflicht, sagte mein Vater. Und mehr brauchte er auch nicht zu sagen.